Morgen. Da kommst du doch richtig in den Morgengruf, oder? Das war aber auch richtig harte Arbeit, dieses Video zu machen. Ja, vor allem genau. Die 10 Mädels, die nicht meine Sprache sprachen. War aber sehr ging schön. Alles. Gedreht auf der schönen Insel Mallorca, oder? Auf Mallorca, genau. In der Bucht von Calapi. Ja. Aber so braun bist du gar nicht. Nee, ich bin ja immer der Hummer von Mallorca. Also wenn ich eine Stunde in der Sonne bin, sehe ich aus wie eine Gamba. Das kommt ja auch daher, dass du immer nachts auftrittst, oder? Ja, ich fliege ja immer abends rüber, heute Abend auch. Also du bist wieder auf dem Sprung sozusagen. Heute Abend 2 Uhr Rio Palace. Ja, ich fliege um 6 Uhr rüber und übermorgen früh ist schon wieder zurück. Ja. Und das würde dann alles mit Sprühlack gemacht oder wie haben die dich braun gekriegt? Da musst du die Maske fragen. Also es hat ewig gedauert, bis sie mich dunkel gekriegt hat. Aber Sprühlack haben wir nicht genommen. Ist dir kalt? Nee. Du bist bei Mallorca-Temperaturen gewohnt, ja, oder stimmt. Sowas? Nee, alles gut, so ein bisschen. Ich muss gratulieren. Micky Krause wird zum 4. Mal Vater. Jawohl. Muss das sein? Ja, sicher. Ne? Ich wollte immer 4 bis 5 Kinder und 4 wären es jetzt. Im Oktober ist es soweit. Meine Frau war gestern noch mal bei der Ärztin. Das Kind liegt so, wie es liegen soll und ich verrate aber heute nicht, was es wird. Ja, weil du hast bisher 3 Töchter. Ja, Männer machen Mädchen, Jungs machen Jungs. Ja. Und wie viele Jahre liegen zwischen denen? Die älteste wird nächste Woche 13 und die zweite ist 11 geworden, die dritte ist 9. Da liegen also jetzt 9 Jahre dazwischen. So ein Nachzügler. Ja, aber wir wollten eigentlich immer 4 bis 5 Kinder und auch bei uns ist es nun mal so, es klappt dann nicht so, wie es sein soll. Die ersten 3 Kinder wirklich mit Ansage und beim 4. haben wir halt eben ein bisschen mehr üben müssen. Ja, du hast ja auch schon den Babybauch geküsst, so ähnlich wie Justin Timberlake. Ja, das war die Idee, genau. So ein bisschen. Wir können uns das Bild auch angucken, oder? Wenn es die Kollegen, da ist es ja schon. Der Bauch ist noch nichts größer geworden. Nee? Nee. Bist du dann jemand, der auch gerne bei der Geburt dann live mit dabei ist und so, wie der moderne Mann an sich heute? Definitiv, klar. Ja. Also ich war bei allen 3 Geburten dabei, bei der zweiten war es ein bisschen schwierig, da war ich noch abends um 23 Uhr in Leipzig auf der Bühne und um 3 Uhr war das Kind dann da und da bin ich dann wirklich 540 Kilometer, habe ich 2,5 Stunden für gebraucht. Da war ich um 2.35 Uhr im Kreißsaal, um 3 Uhr war das Kind da. Noch so meine Frau sagte, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ja. Und ich lag in der Badewanne und gedacht, was machst du denn hier, Wellness? Ja. Das hast du ja gerade gesagt, die Schulferien in NRW sind wieder vorbei. Das heißt, deine Kids sind wieder in der Schule. Ihr macht 3 Kreuze, dass die Ferien vorbei sind? Oder? Wir haben ganz tolle Ferien gehabt. Meine Frau ist natürlich glücklich, dass es jetzt wieder so einen geregelten Tagesablauf gibt. Und die Kinder haben sich auch langsam wieder daran gewöhnt. Ja. Wann sind die in die Schule gekommen? Mit 5 oder mit 6? Nee, mit 7? Die sind auf jeden Fall mit 6 in die Schule gekommen und würde ich auch befürworten. Ja. Wir hoffen auch, dass unser 4. Kind erst im Oktober auf die Welt kommt. Denn wenn es im September auf die Welt kommt, dann würde das Kind mit 5 eingeschult werden und ist mir zu früh. Ja, jetzt gibt es eine aktuelle Studie, die auch viele Eltern aktuell erschreckt. Die sagt, je früher die Kinder eingeschult werden, und leider werden immer mehr Kinder früh eingeschult, umso höher ist die Gefahr von ADHS-Diagnosen und das stimmt ja doch ein bisschen nachdenklich. Ne? Ja, denke ich auch. Also das ist, da ist ein bisschen was Wahres dran. Ja. Volle Kanne Frühstück mit Micky Krause, der auch oft auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, aber du darfst beim Fahren telefonieren, denn du fährst nicht mehr selbst. Ne? Richtig, ich habe mittlerweile einen Fahrer und das seit glaube ich, 8, 9 Jahren. Also es ist wesentlich entspannteres Reisen. Ich gehe gut gelaunt auf die Bühne und mein Fahrer kümmert sich um alles und da bin ich echt froh drüber. Aber früher hast du da teilweise am Abend so 500, 600 Kilometer abgerissen. Ja, oder? Und auch mehr. Also auch schon mal irgendwie, was weiß ich, 3000 an 2 Tagen. Da war man dann erst in Friedrichshafen, musste dann wieder rüber nach Aurich und dann ging es nochmal nach Frankfurt. Habe ich alles hinter mir, brauche ich nicht mehr. Was du noch hinter dir hast, was viele gar nicht wissen, du warst Warm-Upper beim Fernsehen. Ja. Bei Bärbel Schäfer, Hans Meiser und Kollegen. Das Schlimmste war Verona Feldbusch. Echt? Was da haben die Warm-Ups länger gedauert als die Show. Und war lustiger, oder? Das war sehr anstrengend, weil Ramona damals natürlich auch sehr anstrengend war. Ramona ist die von Dres. Genau. Ramona Dres. Für 62 hat sie sich gut gehalten. Ja, genau. Verona Feldbusch. Ja, es war sehr anstrengend, weil dann passten die Schuhe wieder nicht und dann passte das Outfit wieder nicht. Und da hat und man muss dann immer wieder die kurz Leute raus. Immer lange warten lassen. Ja. Geh mal raus und sag doch was. Ja, genau. Ne? Sing doch mal. Hast du auch schon was gesungen zu der Zeit? Ja, ja. Damals Hölle, Hölle von Wolfgang Petri, Fiesta Mexicana, Tanze Samba mit mir habe ich immer rückwärts gesungen. Ätzend hat Abmaß Tim Rim. Und die Leute waren gut zufrieden, aber irgendwann nicht mehr. Ja, aber dann irgendwann hast du dann auch gedacht, dann ist das doch mit dem reinen Singen besser. Oder wie hat sich das dann hin zur Gesangskarriere entwickelt? Das war einfach ein Schritt. Ich wollte ja immer Sänger werden. Ja. Und diese Warm-Upper-Geschichte war eine Baustelle, um selber mal zu checken, was geht, was kann ich ausprobieren. Mhm. Und das war wirklich eine gute Schule für mich. Ja, immer Live-Publikum, ne? Ja, und jeden Tag. Die wollen ja auch Spaß haben. Also dreimal am Tag.
oder bespaßt werden. Wir schauen mal auf deine Karriere. Nach dem Warm-up ging es richtig rund. Haben wir die Zeit? Ja. Hat funktioniert mit den Frauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Zumindest auf Mallorca. Zu Hause habe ich ja auch schon viel, also ich weiß Bescheid. Ist deine Frau nicht manchmal eifersüchtig, wenn du dann auf irgendwelchen Partys Gas gibst, wo dir BHs zufliegen? Oder hat man das nicht mehr so mit den also BHs? Also doch, es fliegen regelmäßig BHs und ich bringe die dann einfach mit nach Hause. Und nee, meine Frau, wir sind ja wirklich 24 Jahre zusammen und die hat den ganzen Kram mitgemacht, wirklich vom drittklassigen, viertklassigen Sänger über den Warm-Upper bis hin heute zu Micky Krause. Die hat den ganzen Kram mitgemacht und ist definitiv nicht eifersüchtig. Okay. Will die ab und zu auch noch mal mit oder sagt die, ist lustig, da komme ich mit oder bleibt die zu Hause? Nee, also meine Frau war, dieses Jahr war sie einmal mit im Megapark. Ich habe die Kinder gefragt, kommt ihr mit? Nee, wir wissen ja, wie du singst. Also wir haben überhaupt die Songs, kein Interesse, ja. Wir kennen die Lieder, mach du mal. Ja. Und nee, haben da eigentlich wenig Interesse. Ja. Was mit deinen Eltern? Waren die von Anfang an begeistert von deiner Gesangsleidenschaft? Weil du hast ja schon als junger Mensch diese Leidenschaft entwickelt. Ich habe ja schon mit 15, 16 gesungen und also meine Eltern waren sehr skeptisch und sehr kritisch, weil ich habe zwei anständige Ausbildungen hinter mir. Heimerzieher hast du gemacht? Jugend- und Heimerzieher und vorher war ich Filmstoffdrucker in einem Textilunternehmen und mein Vater sagte immer so, bleib doch in der Einrichtung, da weißt du doch, was du hast. Ja. Und es gab Gott sei Dank Momente, da habe ich nicht auf meinen Vater gehört, also ich höre noch heute relativ viel auf ihn, aber da habe ich dann Gott sei Dank auf mein Gefühl gehört und alles richtig gemacht. Und wie war das bei denen am Anfang, als dann plötzlich so Songs kamen wie 10 nackte Friseusen, hat der Mama gesagt, Junge, was tust du da bloß? Ja, also es gab schon Momente, wo Mutter dann sagte, so, man muss sich ja wirklich für das schämen, was du da machst. Und dann gab es dann Gott sei Dank 2011, Schatzi, schenk mir ein Foto, ich war bei Florian Silbereisen, beim Flori. Also das war der Ritterschlag. Und dann waren meine Eltern glücklich und sagten, Junge, ich wusste es immer. Geil. Und die eigenen Kinder, also du hast ja gesagt, 9, 11 und 12 oder so, die sind die... Irgendwie ist es denen peinlich manchmal in der Schule oder sind die stolz auf dich, bringen die CDs mit? Also dadurch, dass ich sehr ländlich lebe, lassen die Mitschüler meine Kinder eigentlich in Ruhe. Also da bin ich dann einfach der ganz normale, gutbürgerliche Herr Krause und die Eltern lassen uns in Ruhe, die Kinder lassen meine Kids in Ruhe. Also die werden da überhaupt nicht mit konfrontiert. Das Haupthaar trägst du ja von Berufswegen. Nach wie vor, ja. Alles echt. Ja, alles genau, echt. Alles echt. Wenn dich auf der Straße jemand nach dem Friseurbesuch sieht, wirst du dann noch erkannt oder ist das wirklich ein großer Vorteil, dass du einfach du selbst sein kannst? Also ich bin froh, dass ich nicht 24 Stunden am Tag Micky Krause sein muss und auch zwischendurch noch ein Privatleben habe, aber klar, also wirklich mit Titeln wie Schatzi und mit Schuhe, ich war bei Wetten, dass, da wird man dann doch auf einmal erkannt. Ja. Mallorca und der Ballermann, welche Rolle spielen die heute noch in deinem Arbeitsportfolio? Also ich bin nach wie vor jede Woche im Rio Palace, jeden Dienstag, von Mai bis Ende September. Mallorca ist nach wie vor wichtig. Ist es auch noch so wichtig für diesen Sound, dass wenn man da also mit einem Song erfolgreich ist, dass der dann quasi zurück nach Europa, nach Deutschland, Österreich, Schweiz schwappt? Das war vor 10 Jahren war es so und vor 15 Jahren auch. Aber dadurch, dass es heute wirklich zwei große Konkurrenzunternehmen gibt, was ich sehr schade finde, ist, spielt das Unternehmen A nur die Musik der Künstler, die dort auftreten und Unternehmen B spielt halt eben dann die Musik der Künstler, die in der Disco auftreten. Und das hat so ein bisschen die Musiklandschaft verzerrt, was ich sehr schade finde. Früher wurde man überall gespielt und das ist heute leider nicht mehr so. Jetzt gibt es am Ballermann ja an der Playa de Palma seit einem Jahr diese neuen Benimmregeln. Ich glaube, man darf nicht mehr aus Eimern saufen, leicht bekleidet irgendwie sich vergnügen, geht auch nicht mehr. Dieses leicht bekleidet sich nicht mehr vergnügen, finde ich ganz gut, weil es gab ja wirklich zum Teil da Leute, da dachte ich mir, hoffentlich zieht die sich bald was an. Es ist so FKK am Strand und... Also ich habe von diesen Benimmregeln jetzt nicht viel zu spüren bekommen. Ja. Ich habe immer den Eindruck, im Mai gibt die Polizei Gas und dann zeigen sie Präsenz und verhaften auch mal den einen oder anderen oder nehmen dann halt eben den Leuten dann die Eimer weg. Aber ab Juni frage ich mich, wo sind die Kollegen? Dann sieht man die nicht mehr. Also da hat sich nichts entwickelt. Also diese ganzen Saufgelage und sowas, hat sich das irgendwie verbessert in den letzten Jahren so ganz allgemein? Oder sind die viele Deutsche oder gar die Engländer, hört man ja auch immer, die... Lass uns ordentlich krachen. Ja, die Engländer sind in Magaluf, da sieht das sicherlich ein bisschen anders aus. Also von Saufgelagen an der Playa de Palma kann ich nicht sprechen, das sehe ich gar nicht so großartig. Klar, wenn da ein Fußballverein ist, der irgendwie gerade aufgestiegen ist und dann Ende Mai nach Mallorca kommt, die feiern sicherlich mit 15, 20 Leuten am Strand und trinken auch mal ein bisschen was. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich trotzdem ganz gut zu benehmen wissen. Und dann nachts darf man ja ruhig mal ein bisschen Gas geben, ja, oder? Natürlich, dafür sind wir ja da. Und sich mal unsittlich anfassen lassen von einem weiblichen Kegelclub im Ausnahmezustand, das muss auch noch drin sein. Ja, da lege ich sogar Wert drauf. Kannst du eigentlich Spanisch? Ich lerne, aber mein Spanisch ist nach wie vor extrem schlecht. Yo aprendo.
Was heißt das? Ich lerne. Ich lerne, ja. Sie. Wir lernen weiter und wenn Sie Fragen haben, immer her damit. Nathalie Imbruglia kommt nachher noch. Ja. Vielleicht auch die eine oder andere Frage an die. Gerne. Per E-Mail, Facebook, Telefon 0211 64 95 64. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb ich hier bin. Nathalie Imbruglia. Ich bringe euch noch zusammen. Ja. Ja. Guckt deine Frau zu? Keine Ahnung. Wir klären das gleich noch. Die Jessica, Micky Krause bei uns. Bloggst du auch? Bist du im Netz? Ja, also klar, Facebook. Und wir arbeiten jetzt auch daran, verstärkt mit YouTube zu arbeiten. Das ist ein Medium, wenn du das vergisst, dann wirst du bald vergessen. Machst du auch so kleine Filmchen dann oder kleine Musikvideos? Ja, ja, klar. Also da habe ich meinen Kumpel, der Gott sei Dank fit ist, was Videos angeht. Der schneidet den ganzen Kram zurecht. Und ich merke ja immer wieder, dass die Leute das gerne sehen wollen. Gestern zum Beispiel beim Auftritt in Vechta einfach mal 20 Sekunden, oh, wie ist das schön, mitgefilmt, dann gepostet. Und das gucken dann so im Schnitt 60.000, 80.000 Leute. Ja, das sind 4.000, 5.000 vor der Bühne und dann die restlichen Zehntausende im Netz. Richtig. Hast du auch mal wiederholt? Nein, ich bin direkt von der ersten Klasse, weil ich damals zu jung war und nicht mit ADHS nach Hause gehen wollte, bin ich in die Vorschule gekommen. Aber dieses Schulsystem gibt es ja leider auch nicht mehr. Das wäre eine schöne Alternative für Kinder, die vielleicht noch nicht damit klarkommen, in die Schule zu gehen. Da ist die Vorschule meiner Ansicht nach ein gutes System gewesen früher. Warst du denn ein Freund von dieser Kürzung der Schulzeit im Gymnasium auf 12 Jahre oder bist du da auch keiner gewesen? Ich bin da kein Freund, einfach aus dem Grund, weil ich denke, damit werden ja im Grunde die Schüler ein Jahr schneller zu Rentenzahlern. Und man merkt ja momentan, dass es nicht wirklich funktioniert. Also ich glaube, der Druck ist bei den Schülern und auch bei den Lehrern einfach zu groß. Ja. Wenn wir uns deine Schulzeit angucken, Papa war Pastor, oder? Nein. Wenn er jetzt am Fernseher sitzt, der lacht sich tot. Der lacht bis morgen dann wieder durch. Also wenn irgendwer kein Pastor war, dann mein Vater. Was hat der beruflich gemacht? Der war Berufskraftfahrer. Das heißt, der hat was mit den Händen gemacht. Ja, war aber richtig, richtig mal locht. Der hat richtig mal locht. Dann hast du gesagt, richtige Arbeit ist nichts für mich. Doch, oder ich kann schon anpacken. Also ich habe, wie gesagt, eine bodenständige Ausbildung hinter mir. Also das war nur für die, Sicherheit Übergang. Oder genau. So? Ich hatte Klasse 10 beendet und wollte damals schon unbedingt Jugend- und Heimerzieher werden und hatte aber echt keinen Bock mehr auf Schule. Nach 10 Jahren Schule willst du nicht noch weitere 3 Jahre machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine bodenständige Ausbildung und dann bin ich trotzdem über den Zivildienst dann in die Erzieherausbildung gegangen. Warum ich auf den Pastor gekommen bin? Du bist sehr gläubig, kann man offen drüber reden. Du bist evangelisch oder? Katholisch. Katholisch. Trotzdem sehr gläubig. Ja, trotzdem sehr gläubig. Und das liegt einfach daran, dass in Kirchenarbeit bei uns im Ort eine große Rolle spielt. Meine Kinder sind in kirchliche Kindergärten gegangen. Und ich finde, es muss auch einfach Leute geben, die auch Lust auf Kirche haben und auch beispielsweise noch Kirchensteuer zahlen. Und ich gehöre einfach dazu. Für viele passt das ja gar nicht zusammen, wenn die jetzt sich Micky Krause angucken und sagen, oh, Finger im Po Mexiko und dann aber geht in die Kirche und glaubt an Gott. Ja, wie geht denn sowas? Ja, also ich finde, das passt super zusammen. Ja. Was sagt deine Gemeinde? Die findet das wahrscheinlich auch klasse, oder? Also bei Finger im Po Mexiko hatte natürlich die Gemeinde schon Probleme, aber wir haben einen ganz tollen, fitten Pastor, der halt eben auch Kirchenleben sichtbar macht. Mit dem habe ich zum Beispiel bei der Taufe meiner dritten Tochter Laudato Si in der Kirche gesungen. Ja. Und er ist jemand, der auch in meinen Augen ein Alleinunterhalter ist. Und als Pastor musst du einfach auch Alleinunterhalter sein, um das Publikum, sprich die Gemeinde, zu erreichen. Und wenn du da jemanden hast, der fit ist, dann kann Kirche auch Spaß machen. Ja, ich habe in der Kirchenband angefangen, als Gitarrist. Ich habe auf der Konfirmation meines Bruders gespielt. Ins Wasser fällt ein Stein, auch ein großes ganz Kirchen. Heilig, still und leise. Genau. Und ist der noch so klein? Er zieht doch weite. Weite Kreise. Ja, das ist der, kennt sich mal, kennt sich aus. Ich kann alles und kleine Selbstbauen. Da habe ich ein Gitarrensolo gespielt auf der Empore, bis der Pfarrer sagte, danke Ingo, es reicht. Das waren meine ersten Erfahrung. Ja, aber Kirche kann da doch ganz viel, ja? Ich war auch im Jugendliturgiekreis. Also wir haben Messen organisiert, haben dann halt eben gesungen. Ich bin nach Tessé gefahren, nach Südostfrankreich, in den Wallfahrtsort. Da bin ich bestimmt 5, 6 Mal gewesen. Ja. Was heißt Glaube für dich im Alltag? Bist du dann jemand, der irgendwie vorm ins Bett gehen beten, Sonntag in die Kirche? Oder ist das bei dir ein bisschen anders? Also aufgrund der Tatsache, dass ich nachts 4 Uhr, 5 Uhr nach Hause komme, schaffe ich es natürlich nicht, irgendwie sonntags morgens noch in die Kirche zu gehen. Also ich muss mich auch nicht nach außen hin präsentieren, um den Leuten deutlich zu machen, dass ich gläubig bin. Also gibt es einfach viele Dinge so im Kleinen. Ja. Und die Kids gehen dann aber im Sonne, die sind dann schon Kindergruppe und sowas unterwegs, ne? Nein, also die Kids waren im kirchlichen Kindergarten und klar, Kommunion, Firmung, die Sachen machen die Kinder natürlich auch mit. Und leider ist es so, mit
mit Ende der Kommunion, habe ich den Eindruck, wird den Kindern so ein bisschen auch die Lust an Kirche genommen, weil es gibt so viele Vorbereitungen, so viele Stunden, die müssen so oft in die Kirche, dass sie irgendwann sagen, so, jetzt ist erstmal gut gewesen. Ja, aber finde ich ja wichtig, dass bei dir diese Welten zusammenkommen. Finde ich auch ein spannendes Thema. Micky Krause heute bei Volle Kanne. Wenn Sie noch Fragen haben, her damit, vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit. Volle Kanne Frühstück mit Sänger Micky Krause. Werdender Vater, im Herbst kommt das Kind. Habt ihr so Fruchtwasseruntersuchungen gemacht noch oder sowas? Ihr seid auch guter Dinge. Wir sind guter Dinge und alles entspannt. Ich drücke ja die Daumen, dass ein Junge wird. Oder dir wäre es egal. Wäre es mir egal. Ich habe schon drei Mädchen. Ich weiß, was es wird, aber ich werde es heute nicht verraten. Muss ich auch nicht sagen. Claudia hat uns angerufen und fragt, war Micky Krause wirklich mal Bravo-Boy? Wie kam es zur Bewerbung? Sie hätte es in einer Biografie gelesen. Ja, das gab es ja in den 80er Jahren. Da konnte man sich bei der Bravo bewerben. Da warst du wirklich Bravo-Boy. Und da war ich dann Bravo-Boy. Da hat dich dein Vater, der Pastor, eingeschrieben. Genau, 1985. Ja, genau. Der Vater, der Pastor hatte sich beworben im Namen seines Sohnes. Genau. Und Jonas hat sich bei uns nochmal bedankt für das Video Bist du Brown, kriegst du Frauen. Ein lustig gemachtes Video, das ihn abgeholt hat. Ja. Ohne Video geht heute gar nichts mehr, oder? Ohne Video geht wirklich nichts mehr. Nee. Auch dabei gibt es gar keinen Videokanal mehr, so einen richtigen. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, auf Kanal 107 und 108 laufen bei mir Videos im Fernsehen, aber sowas wie MTV und Viva wird es wohl nicht mehr geben. Nee, ist vorbei, genau. Schade eigentlich. Woran liegt das, glaubst du? Ich meine ja, dass es der Grund ist, dass nur noch diese Klingeltonwerbung kam zum Schluss. A, das und B, hast du natürlich heute YouTube und kannst dir jedes Filmchen runterladen. Es gibt ja mittlerweile YouTube-Partys. Die jungen Leute gehen gar nicht mehr in die Diskotheken. Die haben dann ihre eigene Playlist über YouTube und sagen, wir machen heute eine YouTube-Party. Und gut ist es. Und die können das dann nicht nur hören, sondern am Fernsehen auch direkt sehen. Jetzt freuen wir uns auch auf eine tolle Sängerin, die klasse Videos hatte in den 90ern. Da ging es nämlich richtig los. Wir erweitern die Runde um eine Dame, die in den 90ern von Australien aus die Welt erobert hat. Nathalie Imbruglia. Das haben wir gleich noch in der Unplugged-Version. Herzlich willkommen, Nathalie Imbruglia. Grüß dich, hi. Hey. Nice to have you in the show. Do you know Micky Krause? The famous German hit factory. Oh. He has songs like the 10 naked female hairdressers. Okay. And 10 nackte Friseusen. And let me show your möpse. Yeah, let me show your boobs. Oh, really? Yeah, that's his songs. Oh, it's she's trivial. She's only wearing shoes. Yeah. long time no see. What did you do the last 6 years? Where I have took you a been? Little break. I went to Australia and I was a judge on X Factor. Oh. So I did that for a year. And then I went to Los Angeles to study acting. Also sie war in der Schule, hat Schauspiel studiert in Los Angeles, war bei X Factor dabei als Jurymitglied in Australien. And right now, do you live in LA, Australia, London? Back in London. I spent 2 years in LA studying with Ivana Chubbuck. And now back in London. But my record deal's in New York. So lots of travel. Also sie wohnt in London, aber die Plattenfirma ist in New York. Aktuelle Album heißt nicht Malle, sondern Mail. Ach so, ich denke auch schon. It's Mail. Not Malle, it's Mallorca. No boobs. No boobs. Sorry. And only songs from male artists. Yes. Only cover songs? Yes. Why? Well, I was going to do my favorite artists of all time, men and women. And then I just found doing songs by men was more fun. Somehow doing my favorite female artists felt like a direct comparison and more intimidating. And as soon as I would demo the songs by men, it was just so much more fun. So we came up with the idea of just doing male artists and doing storytellers. Ja. So, because it's a very organic sounding album. Also sie hat drauf Songs von Männern, sie wollte eigentlich Männer und Frauen, hat dann doch gemerkt, dass das mit Männern einfach besser funktioniert und hat dann ihre Lieblingsmänner mit ihren Songs draufgepackt. Cat Stevens ist mit dabei, Neil Young ist mit dabei. What's your favorite song on your album? Oh, it's so hard to say, because they're all cover songs. Josh Pike, I really love The Summer, which is one of the tracks. Instant Crush, the Daft Punk, Julian Casablanca song. And Tom Petty is also on it. Yes, The Waiting. Yeah. The Cure, yeah. We do Friday a On My Mind. Friday I'm In Love. Yeah. Yeah. Also The Cure ist mit dabei. Dann haben wir Tom Petty mit auf dem Album. And you have to do another female album. Oh, you think? Huh? Next? Yeah. It's much more scary doing my favorite female artist. I don't know why, but maybe in the future. Es macht dir Angst dann, die Lieblingssongs von Frauen auszuwählen. How about your private life? Is there a male? you got a friend right now or somebody? I'm single right now. Yeah. You're searching? You just... That would be nice, but I don't have any days off. I'm so busy with promo. It's not good for my dating. But I heard you want to raise a family and you want to have kids. Absolutely, and everything. Absolutely, yeah. I will. That's a target. But what makes it so difficult? As a star, you're always in trouble and always in a hurry?
Difficult meaning... Just to date just somebody, to just it's just the oh, time no, or are I other men I just, a bit afraid? I just haven't met the right person. Yeah. So, oh yeah, don't feel too sorry for me. I'm doing all right. Also, sag, wir brauchen kein Mitleid. Sie hat sich schon mit dem einen oder anderen getroffen. The female colleagues told me you dated Prince Harry and no. Rumors. You've been reading the tabloids. You should know better. And Lenny Kravitz. That was a long time ago. That was, yeah. When I was younger, we were together for a while. Ja, also mit Lenny Kravitz war sie wirklich zusammen, aber Prince Harry, was wir die Kolleginnen erzählt haben, das ist ein reines Gerücht. But you gotta live with rumors. Also damit muss man leben, oder? When you're single, everything, every interview and everything I do, it's like all they talk about. So I need to get a boyfriend, so they stop asking. Yeah, Mickey Krause, he's engaged. I'm just married. Congratulations. Yeah. Wir besprechen das dann alle ruhig. Armin, Malcolm ist auch zu uns gestoßen. Jetzt gibt's Natalie Imbruglia live und unplugged aus ihrem aktuellen Album Mail, die Daft Punk Nummer Instant Crush. Viel Vergnügen. Pretty nice guitar. Thanks very much. It's made by a guy in Scotland called Jimmy Moon. Ah. Yeah. There's a rose on it. There is, yeah, that's my wife. She had it made for me. Ah, die Frau hat die Gitarre für ihn gemacht, aus Schottland. Would you like to try it? Ja, kurz zumindest. Maybe I... You want the picture? Ah, das... I don't... Do you know this song? Just one chorus, huh? Okay. Cold and iron chains and lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Thank you so much. Nice one.
Thank you. Thank you very much. Practicing. Ja, ja, ich habe geübt. Ein bisschen. Vor 20 Jahren. Nein, nein, nein. Wir schauen mal, was die anderen Stars so treiben. Unser Klatsch, ach was. Thank you, Malcolm. Natalie Imbruglia und Mickey Krause bei uns zum Frühstück. There were so many questions. Viele Fragen. If they have a chance to see you live in Germany someday? Well, in Germany, I hope to come next year. Also nächstes Jahr vielleicht eine Live-Tour. Yeah, yeah, yeah. I'm doing December. I'm doing the UK tour with Simply Red. Oh, say hello to Mick Hagner. I will. Ja, so Mick Hagner grüßen von Simply Red. Mit dem ist sie da auf Tour. And maybe next year live in Germany. I hope to come back. Yeah, I want to come back for longer. I want some days off here so I can hang out. Yeah, a little bit party with Mickey Krause. Yeah, the 10 naked female hairdressers. Can come with me to Spain. Today I will be in Spain. You're going to Spain? Yeah, oh, fantastic. At 2:30. Lucky you. You're welcome. 2:30 and at night. He's doing his gig. Okay. Mail, das neue Album von Natalie. Thank you very much. Thank you so much. So good to have you. Naja, dass du da warst. Ich bin mir sicher, du kommst nächstes Jahr wieder. Viel Spaß in Mallorca. Wir sind morgen wieder da. 5:09 im ZDF. Vielen Dank. War ein schöner Vormittag. Echt, kann man nicht anders sagen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Wir sind durch. Bis wär's.